Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch auf meinem Kanal, diesmal zu einem FAQ, nämlich Fragen an mich. Ich bin darauf gekommen, dass doch sehr viele ja nicht auf Twitch sind. Ich gehe oft davon aus, dass viele hier auf dem Kanal wissen, wer ich bin, was ich mache, wo ich bin. Aber das ist nicht so, denn wenn ich vergleiche, ich habe jetzt auf YouTube meine 17.000 Follower und auf Twitch meine 3.500. Und somit theoretisch wüssten 14.000 nicht, wer ich bin oder was ich mache und so weiter. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache ein FAQ und ihr könnt mir Fragen stellen. Und ob eure Frage dabei ist, das seht ihr jetzt. Wenn nicht, ihr könnt natürlich dann unter dem Video für nächste Woche erneut Fragen an mich stellen. Und ich hoffe, ihr nutzt natürlich auch diese Funktion, also kommentieren dann nicht vergessen. Ich glaube, du lebst in Abu Dhabi oder so. Meine Frage wäre, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie es sich dort so lebt. Ja, das stimmt. Also ich lebe in Abu Dhabi. Ich bin hier vor 7 Jahren ausgewandert, nämlich wegen meinem Beruf, den ich hier ausübe. Ich bin hier bei der Feuerwehr. Das heißt, ich habe hier begonnen auf einer Feuerwache, bin dann auf die Akademie gewechselt, habe im Feuerwehrmänner ausgebildet. Und jetzt mittlerweile seit wieder über 2 Jahren bin ich wieder auf einer Innenstadtfeuerwache. Dort habe ich immer meine 48 Stunden Dienst, das heißt, ich bin 2 Tage im Dienst. Danach habe ich 4 Tage frei. Wir haben so ein 3-Schicht-Modell, also dass immer eine Schicht da ist und 2 Schichten zu Hause sind. Hast du nebenbei noch einen Job? Na, nebenbei ist eigentlich YouTube und Twitch. Also mein Hauptberuf ist eben Feuerwehrmann. Und Twitch und YouTube mache ich eigentlich so als Hobby. Ja, nebenberuflich kann man es nicht mal nennen. Ja, also ich würde es eher als Hobby bezeichnen. Wie ist es eigentlich, ständig Leben und Tod ausgesetzt zu sein auf der Arbeit? Belastet das nicht einen? Wie kommst du damit klar und wie verarbeitet man sowas? Wird darüber in der Gruppe geredet? Ja, man gewöhnt sich daran. Also es ist nicht so, dass ich ja auf Arbeit gehe und sage, ich setze mich jetzt heute ja den Tod aus oder ich setze mein Leben aufs Spiel. Man ist dafür ausgebildet, ganz einfach mit diesen Situationen umzugehen. Safety first natürlich, Sicherheit geht immer vor Eigensicherung. Das ist immer das natürlich, worauf am meisten gezählt wird, denn wie gesagt, wenn man mit 20 Leuten hinausfährt, soll man auch wieder mit 20 Leuten nach Hause fahren, ohne dass sich jemand verletzt oder auch tot ist. Ich selbst habe in meiner Karriere, ich bin jetzt sehr, sehr lang bei der Feuerwehr, noch nie einen toten Kameraden gehabt und ich hoffe mal, dass es auch so bleibt natürlich. Also auf Sicherheit muss hier natürlich gesetzt werden. Wenn ich in verrauchte Räume gehe, bin ich selbst gesichert, ich habe meinen Atemschutz, ich habe atembare Luft. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und natürlich ist es eben die Ausbildung. Und jeder, der vielleicht von euch auch bei der Feuerwehr ist, egal ob freiwillig oder Berufsfeuerwehr, der weiß auch, desto besser man natürlich ausgebildet ist, desto öfter man übt, trainiert, ja, desto weniger kann im Einsatz dann natürlich auch passieren. Verarbeiten? Ja, verarbeiten tue ich das für mich selbst. Regel Nummer 1 für mich ist immer, ich bin nicht schuld. Das ist einmal die Regel Nummer 1, egal, wenn ich zu Unfällen komme, zu Bränden. Es ist nicht meine Schuld. Ich guck, dass ich so gut wie möglich erledige. Für mich ist es dann ein Auftrag, ja, es kommt ein Befehl und danach arbeitet man das einfach ab, so blöd es auch klingt, aber genauso funktioniert es bei jeder Feuerwehr auf der Welt. Man hat dann seine Standards, die man setzt oder die man gesetzt bekommt und nach denen arbeitet man dann ganz einfach seinen Auftrag ab und somit ist es natürlich auch erledigt. Und in der Gruppe, wie gesagt, ich habe eigentlich nie irgendwas zu reden. Ich frage zwar meine Jungs, ob irgendwas los ist. Man merkt es ja auch, sollte irgendjemand was bedrücken. Dann redet man vielleicht im Gespräch. Dann bin aber eher ich der, der das Gespräch sucht, um ihm zu helfen. Denn ich, wie gesagt, für mich selbst verarbeite eigentlich meine Unfälle oder auch wenn ich Tote habe oder so. Ich verarbeite es für mich selbst und komme damit eigentlich sehr gut klar. Welchen YouTuber schaust du außerhalb des Gaming-Bereichs? Ja, in letzter Zeit gucke ich sehr viel Marty und zwar den poste ich euch auch unten in die Kommentare. Ist so einer, der sehr geile Musik macht, der Musik anders einfach angeht. Gefällt mir sehr gut. Was gucke ich noch außerhalb des Gaming-Bereichs? Dann gucke ich auch noch zum Beispiel Extra 3, eher so satirische Sachen. Egal jetzt in welche Richtung es geht. Finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Denn es ist mittlerweile wirklich sehr schwer, jetzt außerhalb von Gaming qualitativ hochwertige Videos auf YouTube irgendwie zu finden. Jeder macht irgendwelche Pranks oder irgendwelche Reactions oder so, interessiert mich eigentlich null. Also wenn, dann interessieren mich wirklich irgendwelche Sachen, wo ich auch einen Mehrwert habe oder wo ich eben gut unterhalten bin.
und so Pranks oder so unterhalten mich einfach nicht. Und da gucke ich dann lieber irgendwelche, ja, so wie in dem Fall Musiksachen oder irgendwelche satirischen Sachen, was man eben dann auf YouTube noch so findet, aber es muss ja qualitativ auch gut sein. Ich sag's ganz ehrlich, also wenn die Qualität nicht passt, dann gucke ich es auch nicht. Gebe ich ganz ehrlich. Magst du lieber Shawarma oder Döner? Ja, Shawarma oder Döner. Gute Frage. Also mittlerweile Shawarma. Döner habe ich sehr oft in Österreich auch gegessen, aber Shawarma ist halt hier, vor allem in Abu Dhabi, im arabischen Raum natürlich sehr beliebt. Schmeckt irre geil. Und ich kann es nur jedem empfehlen, Shawarma definitiv vor dem Döner. Wie alt bist du, auch wenn die meisten es schon wissen? Ja, ich bin mittlerweile 42. Ich bin Jahrgang 77, das heißt, ich werde 43 nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer noch bester Gesundheit. Habe auch zwei erwachsene Töchter mittlerweile. Und jo, meinen Beruf übe ich sehr gerne aus, mache mein Gaming. Und merke eigentlich meine 42 eigentlich überhaupt nicht. Wenn du in deinem Leben etwas ändern könntest, was wäre dies? In meinem Leben würde ich gar nichts ändern. Ich sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Aus Fehlern lernt man teilweise. Macht man einen Fehler ein zweites Mal, dann hat man keinen Fehler gemacht, sondern dann war es eine Entscheidung. Also ich sehe es anders. Manche Sachen, man macht Fehler, wie gesagt, sicher im Leben, aber ich glaube nicht, dass ich die rückgängig machen würde, denn gerade aus solchen Fehlern lernt man ja auch teilweise und deswegen nö, ich würde eigentlich nichts ändern. Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dort? Man kann es schwer vergleichen mit Europa, also das Preis-Leistungs-Verhältnis hier zum Beispiel wohnen ist sehr teuer zum Beispiel, nur sind die Maßstäbe anders, denn so wie ich als Expert hier, man bekommt vom Arbeitgeber immer einen Teil, nicht alles, aber einen Teil für seine Miete und so weiter. Das heißt, es funktioniert ganz, ganz anders als in Europa. Zum Einkaufen selbst, wir haben hier nur 5% Mehrwertsteuer, deswegen Einkaufen an sich sehr gut, denn man importiert halt hier alles, ist klar, wir haben hier Wüste, ich sehe ja hier direkt hinunter auf die Wüste, also aufs Meer und auf die Wüste, sagen wir mal so, gleich hier hinunter ist der Hafen von Abu Dhabi und es ist eben, ja, es wird halt alles importiert, Angebot sehr groß, gibt sehr große Ketten wie Carrefour, Lulu Market und so weiter, riesige Ketten, die hier sind, die auch dementsprechend Stückzahl einkaufen und dementsprechend sind auch die Preise. Also, wenn wir einkaufen gehen, ich kann es nur so jetzt in Euro umrechnen, ist auch immer schwer, weil man müsste es prozentuell auf seinen Lohn umrechnen, aber ein voller Einkaufswagen, hier bin ich bei, sagen wir, 120 Euro und dann ist aber richtig, richtig voll, also bis oben hin voll. Schon Feuerwehreinsätze im Burj Khalifa gehabt? Nein, also einen Einsatz im Burj Khalifa hatte ich noch nicht, liegt aber auch daran, dass es in Dubai ist, es ist eine Stunde von hier weg und eigentlich nicht mein Gebiet ist, ist ein anderes Emirat, somit ich bin nur für Abu Dhabi zuständig, eben in meinem Sektor, bin eben Abu Dhabi City und nicht für den Burj Khalifa zuständig, aber ich kann auch gleich vorweg sagen, Burj Khalifa hat eines der besten Brandsysteme oder Brandabwehrsysteme der Welt, ja, hat übrigens auch ein Deutscher konzipiert, deswegen funktioniert es auch. Und so als Hinweis für euch, wenn schon mal in Dubai war, unten sind so die Fontänen, also die Fontänen, riesige Wasserbecken. Das ist Wasser aus den Klimaanlagen des Burj Khalifas und im Fall von einem Brand wird dieses Wasser auch dazu verwendet, ins Gebäude zu pumpen und den Brand zu löschen. So, ich habe 10 Fragen beantwortet. Ich hoffe, eine von euch war dabei und ich hoffe, dass euch dieses FAQ mal gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder wenn eine Frage nicht dabei war, schreibt es nochmal in die Kommentare. Ich werde mir dann wieder 10 rauspicken. Ja, meine Tochter hat ausgewählt zum Beispiel heute, werde ich nächste Woche genauso machen. Das heißt, nächste Woche gibt es wieder 10 Fragen bzw. 10 Antworten von mir. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Würde mich natürlich um Kommentare, Like, Abo freuen. Vergesst auch nicht natürlich streamen, wie gesagt, auf Twitch. Abo hier nicht vergessen. Social Media, wenn möglich, Links unten in der Beschreibung. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.